und Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modkiste. Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modkiste. Lang ist es her, dass eine letzte Folge Minecraft Modkiste online kam. Denn, ja, meine lieben Damen, Herren, Freunde, ja, ich habe natürlich mal wieder was zu erklären. Viele Leute sagen ja die ganze Zeit, also ich muss schon sagen, Minecraft Modkiste ist tatsächlich sehr stark in den Hintergrund gerutscht, als du jetzt angefangen hast, Hardcore Heroes aufzunehmen. Und du hast es dir sogar erlaubt, am Freitag gar kein Video rauszubringen. Roman, was hältst du davon? Äußer dich mal dazu. So, ja, okay. Ich muss sagen, viele Leute von euch wissen es ja, ja. Ich bin tatsächlich ein Mensch, ja. Genau wie euer Vater, wie eure Mami, Bruder, Schwester, euer Besen, falls euer Besen lebt, ja. Ich bin auch ein Mensch, okay? Und ich muss sagen, am Freitag hatte ich einfach keine Zeit, ja. Weil ich habe ja vielen Leuten erzählt, dass ich ein Auto suche und dass ich auch ein bisschen leben möchte, ja. Und da kann es vielleicht manchmal passieren als YouTuber, ja, dass man da mal keine Folge rausbringt. Weil ich muss euch ja sagen, die Minecraft Modkiste Folgen, die sind alle mit Liebe produziert, ja. Das ist keine Massenproduktion, sondern tatsächlich produziere ich jede Folge immer so an einem Tag, steckt da ganz viel Liebe rein, sodass die Folge gut wird und danach haben wir da alle Spaß dran. Ja, das ist keine, Minecraft Modkiste ist einfach nichts, was man so 200 Folgen hintereinander aufnehmen kann. Nö, geht nicht, ja. Das heißt, in diesem Projekt steckt so viel Liebe, dass manchmal halt eben die Liebe halt eben nicht ausreicht, weil ich nicht genug Zeit habe, ja. Das ist auf jeden Fall erstmal ein ganz großes Thema. Und das muss ich auf jeden Fall erstmal anschlagen. Das heißt, es tut mir leid, dass es jetzt nicht unbedingt geklappt hat mit dem ganzen Zeugs. Aber, ja, ich habe eine wunderbare, super coole Nachricht, ja. Denn, meine Freunde, es sieht so aus. Viele Leute haben sich ja gefragt, Roman, also wann kommt jetzt denn eigentlich die Arbeiten-Funktion auf arsel.de? Ja, viele Leute haben sich das gefragt und währenddessen gehen wir einfach mal zu unserem zweiten Karottenfeld, weil das dürfte eigentlich inzwischen auch gewachsen sein, wobei ich mir da nicht mal sicher bin, ob ich da vielleicht in der Nähe stehen muss, vielleicht ist es auch gar nicht gewachsen. Jedenfalls, die Leute fragen sich natürlich, warte mal, bevor wir da hingehen, können wir gleich unsere, haben wir Karotten im Inventar? Ja, 64 Stück, viele Leute fragen mich halt eben, was ist jetzt mit der arsel.de-Seite? Was geht da ab, Roman? Du hast mal erzählt, ja, dass da irgendwie Karotten, dass man dort irgendwie arbeiten kann, ja, auf dem Dings. Wieso geht das noch nicht, Roman? Also, pass auf. Heute, ab dem heutigen Zeitpunkt, ab heute 13 Uhr, ist es möglich, in Minecraft, auf der arsel.de-Seite zu arbeiten, bei Geruchsneutral. Das heißt, Leute, ja, die irgendwie zu wenig Coins haben, ja, mehr Coins haben wollen, weil sie alle ihre Coins im Casino andauernd verspielen, ja, ich habe gute Nachrichten. Das Casino ist fertig, das ist online, ja, könnt ihr euch mal anschauen. Mega cool, ja. Was auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtig ist, es wird demnächst noch ein bisschen mehr auf der arsel.de-Seite kommen, ja. Das heißt, demnächst werden auch Livestreams und so eine Rolle spielen auf der arsel.de-Seite. Das wird so ein cooles Ding, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das heißt, es lohnt sich sozusagen, da dran zu bleiben, die ganze Zeit Profilbilder zu sammeln. Denn, wenn man später, ja, kann man nämlich dann auch Erfolge erreichen auf der Seite, ja. Und zwar mit einem Sammelalbum. Das Sammelalbum wird zwar noch gemacht, ja, ist aber bald da. Das heißt, dort könnt ihr dann eure Sticker, die ihr gewinnt, ja, die, ich würde euch empfehlen, die nicht gleich wegzuwerfen oder irgendwie damit Casino zu spielen, sondern demnächst wird es ein Dings, ein Sammelalbum geben, wo ihr tatsächlich eure Sticker, die ihr gewinnt aus der Slotmaschine, sozusagen einkleben könnt, ja. Das heißt, ihr habt dann ein eigenes Stickeralbum auf der Seite. Mega cool, oder nicht? Und dann könnt ihr auch gleich da, damit andere Dinge tun, ja. Das sind mega coole Sachen. Das heißt, auf der arsel.de-Seite könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Das heißt, jetzt könnt ihr euch auch mehr Dings, Münzen und so holen auf der Arbeiten-Funktion von Geruchsneutral, denn Geruchsneutral hat sich nämlich auf der arsel.de-Seite so gedacht, ja, okay, komm, ich steig da mal mit ein, ich habe den gefragt und der hat gesagt, ja, okay, wieso nicht, ja, das heißt, man kann Geruchsneutral auf der arsel.de-Seite hier treffen, der steht übrigens so hier circa, ja, und dann guckt er einen hier so an und sagt dann, na, hast du Bock zu arbeiten, und dann drückt man da unten, bei ihm unten auf Arbeiten und wählt aus, wie viele Stunden man arbeiten möchte, und das ist natürlich alles kostenlos, ne, erklärt sich von selbst, und, dann kann man bei Großneutral arbeiten und Münzen abkassieren, ja, das heißt, könnt ihr euch mal ansehen, mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Feature haltet. Aber Leute, ja, bevor wir wieder zu viel labern in unserer Folge, was wir eigentlich andauernd machen die ganze Zeit, können wir doch mal etwas ganz Wichtiges tun, ja, denn wir müssen uns natürlich mal wieder den Briefkasten durchlesen, weil, stellt euch vor, wir würden nicht den Briefkasten durchlesen, was würde denn dann sonst passieren, ja, ich meine, überlegt doch mal, wenn wir nicht den Briefkasten lesen würden, dann, wäre das halt ein bisschen eine gewagtere Sache. Jedenfalls, wir schauen jetzt einfach mal rein, was der Briefkasten so von sich gibt. Oh, bitteschön. Von Norbert. 11 Minuten. Oh nein, Norbert. Hey, Roman, ganz normal wie immer. 32 Karotten für dich. Tschüssi.
Lol, Norbert, du Noob, Alter. Der schenkt mir andauernd Karotten einfach für gar nichts. Mega cool. Hau ab, Norbert, keiner braucht dich. Easy peasy lemon squeezy. Rote Rubine? Oh, von Elise. Lol, tatsächlich, wir brauchen rote Rubine für eine rote Rakete, fällt mir gerade auf. Hey, Roman, da sehr viele meiner Kunden keinerlei Ahnung haben, wie man an rote Rubine kommt, habe ich hier etwas sehr Tolles für dich. Es geht um ein Tippsbuch, was man in einem Stadtteil namens Bikini Baden benutzen kann. Vielleicht hilft es dir ja weiter. Bikini Bottom Tipps kann man also nur in Bikini Bottom benutzen. Okay, dritte Seite versteht da nichts. Okay, super, Elise. Und dann haben wir hier nochmal, was haben wir denn hier? Cars, Cars, Cars von Lightning McQueen. Was? Nee, das hatten wir doch schon mal. Danke nochmal. Autoaktion, lol, was ist das denn? Kaching, Roman, ich habe gehört, dass du dein Auto verloren hast. Tja, da habe ich eine echt gute Autoaktion für dich. Du kannst dir nur für 32 Karotten ein Auto mieten. Komm vorbei und hol dir deine Ausleihbescheinigung ab. Nur 32 Karotten. Ist natürlich sehr nett von dir, Lightning McQueen, aber wir brauchen derzeit kein Auto, ja, weil wir haben zwar eine Garage und so ein Zeugs, aber wir müssen uns heute um was anderes kümmern, denn wir müssen schauen, dass wir nämlich irgendwie unsere Dings bekommen, unsere roten Rubine. Und wenn die gute alte Elise sagt, dass wir jetzt nach Bikini Bottom müssen, um irgendwie unsere roten Rubine zu bekommen, dann machen wir das einfach mal, weil wir brauchen sowieso die roten Rubine für den blauen Orb, um den blauen Orb dann wiederum zu benutzen, um Gerhard sein Handy wieder zu bringen. Aber davor müssen wir natürlich die untere Handymaschine dort wieder zum Laufen bringen. Ach ja, Leute, ihr wisst aber Bescheid. Ich meine, ihr kennt ja sowieso alle Folgen der Welt. Und deswegen gehen wir einfach mal nach Bikini Bottom und schauen, was das abgeht. Warte mal, also wir sind jetzt wieder bei Plankton, so wie ich das kenne. Und jetzt müssen wir angeblich nach dem Buch schauen, ja, wie es denn im Buch aussieht. So, also hier steht Bikini Bottom Tipps, die sollen uns dabei helfen, rote Rubine zu finden, die wir wiederum für eine Rakete brauchen. Da oben haben wir irgendwie was ganz Komisches, was ich irgendwie noch nie beobachtet habe. Aber davon jetzt mal abgesehen, ist gerade egal, ja. Hier war die große Krabbe, das ist jetzt aber, glaube ich, auch, da war ja damals Thaddäus in der Toilette oder sowas eingesperrt, aber der ist ja jetzt derzeit, glaube ich, im salzigen Spucknapf oder sowas. Ach, egal. Jedenfalls, Rubin-Tipps. Schwarzer Anker, Gefängnis, Krankenhaus, alte Menschen, reiche Menschen. What the fish? Das heißt, warte mal, schwarzer Anker ergibt Sinn, Mr. Krabs. Ja, das heißt, wir müssen kurz bei Mr. Krabs vorbeischauen. Hallo Mr. Krabs. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei Leuten irgendwie anklingelt, aber ich weiß ja nicht, ob der eine Klingel hat. Hallo Mr. Krabs. Ich komme einfach mal rein, ja? Hallo? Der arbeitet, glaube ich, sowieso gerade die ganze Zeit in seinem Chefsessel und so. Deswegen können wir uns, glaube ich, mal sein Zuhause hier angucken. Das heißt, der hat hier ein wunderschönes Häuschen, wo er drin schläft, beziehungsweise so seine eigene Matte. Wobei Mr. Krabs ja eine richtig große Matratze hat, die voll aufgefüllt ist mit Geld, ja? Das heißt, da muss man ganz, Dings, ganz genau die Folgen schauen. Hier unten hat er also einen Keller mit einem, Loch drin. Wieso dieses Loch hier ist, weiß ich nicht. Könnt ihr mir vielleicht beantworten. Ich glaube, oben dürfte das Zimmer von Perla sein. Oder irgendwie sowas in der Art dürfte hier irgendwie drin sein. Ja, irgendwie sowas. Und, da haben wir tatsächlich einen Rubin, Alter. Hui, okay. Das heißt, also den ersten Rubin haben wir schon mal gefunden. Das heißt, es gibt ja, wenn ich mir das hier durchlese, 1, 2, 3, 4, 5, genau 5 brauchen wir. Gefängnis, da soll noch ein Rubin sein. Den könnten wir uns natürlich auch mal ansehen. Warte mal, das ist, der Supermarkt war das hier, glaube ich, oder? Das war doch der Supermarkt, wenn ich mich richtig entsinne. Also, hier persönlich dürfte jetzt kein roter Rubin sein. Oh Mann, hier ist ein kompletter Dings-Diamond-Bogen. Aber hier selber ist ja kein Rubin drin, oder? Only 99 Cent. Ich habe aber keine 99 Cent. Aber auf der Arisa.de ist Seite habe ich 99 Cent, beziehungsweise einen Coin. Das ist also auch irgendwie sozusagen ein Dollar, ja? Irgendwie sowas in der Art, ja? Jedenfalls, Gefängnis? Ist das nicht das Gefängnis? Irgendwie sowas in der Art? Hallo? Ist das das Gefängnis? Hallo? Ist das hier? Oh, tatsächlich. Da haben wir sie ja. Easy peasy lemon squeezy. Hä? Da ist aber nichts drin. Warte mal. Vielleicht noch ein... Warte. Es gibt gar keinen weiteren Stock hoch. Gefängnis? Ich glaube, das muss ein Gefängnis sein, weil gerade eben hatten wir ja ein Schloss oder sowas in der Art. Hui, warte mal. Kann man hier aufmachen? Tatsächlich. Ist hier der Rubin drin? Ja! Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Rubine. Das heißt, wir können hier wieder zumachen. Hier drin haben wir auch niemanden. Das heißt, alle sind gerade eben wahrscheinlich weg. Wahrscheinlich hat die ganze Stadt den Blubber oder sowas und ist wahrscheinlich gerade im Krankenhaus oder irgendwie sowas in der Art. Aber wir können uns mal den nächsten Tipp durchlesen, was da denn noch drin steht. Da steht drin, krank
Krankenhaus. Krankenhaus weiß ich, das war damals dort, weil ich habe mir mal eine Folge angesehen, wo ich glaube Mr. Krabs irgendwie irgendwas ist da passiert oder so, weißt du, und dann musste der ins Krankenhaus und das sah ganz genau so aus mit diesem Rettungsreifen, ja, easy peasy lemon squeezy, ja. Ich habe Ahnung von SpongeBob, easy, ja. Das heißt, man muss einfach alle Folgen gesehen haben, um einfach SpongeBob zu verstehen. Wo ist denn hier bitte schon eine Kiste? Guck mal, der zweite Flur. Okay, dann lass uns mal den zweiten Flur ansehen. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Behandlungsräume und das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Kasse oder so, wo man irgendwie nicht drankommt und hier schläft wahrscheinlich irgendjemand draußen. Man gönnt sich halt sonst nichts. Hier ist ein Krankenzimmer Nummer 1. Dann haben wir hier ein Krankenzimmer Nummer 2. Krankenzimmer Nummer 3. Krankenzimmer Nummer 4. Ah, guck mal, das sieht schon ein bisschen mehr ausgestattet aus. Hier mit ein bisschen Licht, ein bisschen Cauldrons, mit ein paar Tränken drin, die alle leer sind. Super cool. Und dann haben wir hier den Ruby, den wir suchen. Das heißt, wir haben schon 3. Das heißt, das Krankenhaus können wir jetzt wieder mit gutem Willen verlassen. Ja, wir wünschen auch allen Angehörigen, die vielleicht hier irgendwann nochmal reinkommen, gute Besserung. Und schauen, wie es denn weitergeht. Denn hier steht drin... alte Menschen, ja. Alte Menschen, ne, ist natürlich ein Tipp bezüglich Blaubarschbube und Meerjungfraumann, ja. Weil Blaubarschbube und Meerjungfraumann sind im Altersheim. An alle Leute, die natürlich SpongeBob geguckt haben, wissen das natürlich, weil das Altersheim dürfte sich irgendwo hier befinden. Das dürfte wahrscheinlich der Super Weicheischuppen Junior sein. Nee, das ist der Weicheischuppen Junior und das war der Super Weicheischuppen Junior, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn ich jetzt nochmal ganz kurz gucke, ist das dann wahrscheinlich das Altenheim, wo damals SpongeBob und Patrick den guten alten Meerjungfraumann und Blaubarschbub besucht haben. Hallo? Ist hier zufällig ein Rubin? Natürlich müssen wir natürlich die Tür schließen, aus Sicherheitsgründen und aus Höflichkeit. Hallo, ist hier jemand da? Es gab auch mal eine Folge, wo sie irgendwie mal so Hypnosen oder sowas rausgeschossen haben oder sowas und dann wurden alle alten Menschen irgendwie sozusagen angezogen von diesen Hypnosendingern oder sowas. Was ist da drin? Nein, hier können wir nicht schlafen. Die Kiste können wir nicht aufmachen, weil, keine Ahnung, ist hier irgendwie was drin. Tatsächlich, ein Rubin. Das heißt, wir haben schon 4. Und das letzte, wo wir uns jetzt wahrscheinlich umsehen müssen, ist wahrscheinlich, reiche Menschen. Reiche Menschen, ich habe eine Ahnung. Also entweder Mr. Krabs, aber bei Mr. Krabs waren wir schon drin. Und natürlich alle Leute, die SpongeBob geguckt haben, wissen natürlich, wer noch reich ist und wer einen großen Erzfeind hat. Und das dürfte wahrscheinlich Siegbert Schnösel sein. Weil in einer anderen Folge haben mir viele Leute geschrieben, yo, Siegbert Schnösel hat dieses Anwesen hier. Und da ist es mir wieder aufgefallen. Wobei ich ja sagen muss, dass bei Siegbert Schnösel in der Serie damals so ein riesengroßer... goldener Bart war. Beziehungsweise nicht Bart, sondern seine Augenbraue. Weil Siegbert Schnösel, ja, passt nämlich auf seine Augenbraue auf. Die ist nämlich sehr wohl geformt, ja, und ist mega toll. Das heißt, hier drin dürfen wir uns wahrscheinlich hier... Oh, cool, der hat einen Fernseher. Ohoho. Dann hat er hier ein paar Book-Dingsterbumster. Hier ein bisschen was an Ofen. Hier haben wir den zweiten Stock. Und hier dürfte wahrscheinlich... Nein, kein Rubin drin. Das heißt, hier wahrscheinlich irgendwie im Dachgeschoss. Hä? Wo könnte denn hier der Rubin? Kann man hier hochschwimmen oder sowas? Hui! Wir haben jetzt zum Glück unsere Flügel. Lol, wo soll denn hier bitte... Ah, okay, wir haben hier eine Truhe und wir haben 5 Dings. Aber ich muss nochmal kurz nachschauen. Hat der Kerle eigentlich einen Keller oder sowas in der Art? Wäre eigentlich ganz cool. Hat er aber anscheinend nicht. Aber was wir jetzt haben, sind 5 Rubine. Oh yeah! Das heißt, wir können jetzt das Anwesen vom guten alten Siegbert Schnösel wieder verlassen, ja? Und können jetzt mal gucken, was wir denn so alles machen können, ja? Thaddäus ist wahrscheinlich immer noch im salzigen Spucknapf. Aber daher, das ist sowieso noch nicht Nacht genug ist, ja. Weil ihr wisst ja, der salzige Spucknapf macht ja erst auf, wenn es Nacht ist. Ja, und das war ja derzeit immer so. Das war ja auch damals so, als wir sozusagen die Krabbenburger-Formel da irgendwie, haben wir die getauscht oder haben wir die bekommen? Ich glaube, wir haben die getauscht und dann mit der Krabbenburger-Formel haben wir irgendwas bei Schmidti damals gekauft. Irgendwie sowas in der Art war das jedenfalls. Jedenfalls, ja. Wir haben jetzt die 5 Rubine und müssen nochmal kurz schauen, wie wir jetzt nochmal ganz schnell zur guten alten Elise kommen, denn wir müssen hier wieder reinspringen. Hui! Und da sind wir auch wieder. Das heißt, wir müssen uns jetzt kurz auf alle Wege machen. Ich muss aber sagen, das ist recht cool, ja? Nochmal kurz zur Info. Also... schaut auf jeden Fall, ja, heute noch, versprecht es mir alle, ja, auf euren Handys, auf euren PCs, auf euren iPads, iPods,
iPhones, Samsungs, Sonys und was weiß ich, was es nicht alles für Handys gibt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt, weil ich eine Handymarke vergessen habe. Ich könnte ja noch Dings Huawei sagen, ja. Super cool, ja, super coole Handys habt ihr alle. Könnt mir übrigens mal unten reinschreiben, was ihr für ein Handy habt, ja. Oder was ihr für ein PC habt oder was weiß ich, ja. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr wollt, ja. Außerdem, ja, schaut auf der aerosol.de-Seite vorbei, bitte, ja, schaut euch das Arbeitensystem an und sammelt Profilbilder, ja, bald wird's das Sammelalbum geben und dann geht die Sammelreise los, ja, die Seite wird immer viel, viel besser und das heißt, das verspreche ich euch, das Ding ist super, ja, das läuft gut, ja, und in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich mehr Infos geben, wie das dann hier nochmal aussehen wird mit der aerosol.de-Seite. Wir tauschen jetzt erstmal meine fünf roten Rubine gegen die rote Rakete aus und suchen jetzt nochmal kurz im Rezept des blauen Orbes. Was steht da drin? Jeweils eine Rakete muss in die Maschine eingesetzt werden. Bla bla bla. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich diese Rakete nehmen. Ganz vorsichtig. Müssen jetzt nochmal kurz den roten Wollstoff finden und legen da unsere rote Rakete rein. Okay, und damit hätten wir es wahrscheinlich wieder geschafft mit der heutigen Folge Minecraft-Mod-Kiste. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt doch einen Daumen hoch und schaut auf der aerosol.de-Seite vorbei.